Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Ja, wie ihr auch gemerkt habt, die letzten zwei Videos habe ich mich ein bisschen aufgeregt über YouTube. Habe jetzt, also Part 10 war es, 4-5 Mal hochgeladen, verschiedenen, jetzt eigentlich nur zwei verschiedene Auflösungen, einmal 1044 und 1080. Weil alles, was drunter ist, kannst du sowieso knicken. Habe ich aber auch probiert, also auch 720p. Und ja. Dann habe ich YouTube halt rendern lassen, weil YouTube rendert ja auch mal nach. Habe dann beim 1044, also 1440p wieder den VP9-Codec, was natürlich ein Ticken besser aussah. Aber dann ist mir aufgefallen, wenn du dann umschaltest auf 1080, sieht es trotzdem besser aus, als wenn du die 1080, also beide Dateien, muss man sagen, haben gleiche Größe gehabt, ne? Also beide Dateien lagen auf 13, 14 GB. Einmal in 1440p und einmal in 1080. Jeweils 60 FPS. Beide Dateien zwischen 13 und 14 GB, also knapp über 13 war es, glaube ich, 13,5 sowas. Und ja, das dauert natürlich immer eine Weile, bis das hochgeladen ist. Und bis YouTube das so rendert, dass ich mir das auch ordentlich angucken kann. So, und da sah die 1080-Version natürlich besser aus. Ich habe jetzt die Bitrate noch höher gedreht. Und ja, lade dieses Video, was du jetzt siehst, ne, das kommt dann in 4K, um einfach mal einen Vergleich zu haben. Sieht es jetzt nochmal besser aus oder sieht es nicht nochmal besser aus? Man weiß es nicht. Ich werde es dann halt sehen. Da erwarte ich eine Dateigröße 20 bis 25 GB, denke ich mal. Wobei ja viele Bildwechsel drin sind, also wird es wahrscheinlich mehr wie 25, schon bald an die 30 GB rangehen. Und das dauert natürlich dann auch hochzuladen. Ja. Und das für eine halbe Stunde Video. Das muss man sich mal durch den Kopf zerbröseln lassen. Aber dafür sieht es erst rein aus, ne? So, am Ende komme ich noch auf die Idee, das einfach Rohmaterial hochzuladen. Also das heißt, eine halbe Stunde Video sind bei mir zwischen 400 und 500 GB. Gerade bei Forza, weil das halt sehr, sehr viele Bewegungen drin hat und schnelle Bewegungen fallen und dann muss das Bild ja exakt gleich, also ne, scharf sein und. Ja, bei Call of Duty zum Beispiel, was ja auch parallel noch läuft, Infinite Warfare haben wir jetzt auch angefangen. Da muss ich sagen, da brauche ich nicht die riesen Bitrate, weil das Spiel hat ja nicht so die Bewegungen drin und oder Geschwindigkeiten und dann braucht man das einfach nicht. Ja, aber bei Autorennspielen, riesen Bitrate, riesengroß, abnormal. So, wir haben ja jetzt unseren Audi und den haben wir in der letzten Folge noch gekriegt und den tun wir auch gleich mal prügeln. Wir haben hier einmal, zweimal Special Event, dreimal Special Event. Ne, zweimal. Das Boot haben wir ja schon gemacht. Da warten wir, bis dreimal kommt, dann können wir nämlich daraus mal eine Folge machen. Und ja, dann gehen wir mal hier runter. Straßenrennen. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 100 Metern links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Schönes sauberes Armaturenbrett, wie man es halt kennt. Ein Audi. Bei Audi finde ich den Tempomaten so scheiße. Du hast halt so einen Stock als Tempomat am Lenkrad, weißt du? Also links, wo es Licht und Blinker und so ist, ne? Da hast du unten drunter nochmal so einen Stock. Aber das ist halt. Audi hat Audi schon immer so verbaut. Ich mag es lieber direkt am Lenkrad, so wie bei meinem Golf.
mal gut. Ist halt alles Gewöhnungssache. Ja, gleitet schön durch die Kurven. Broadway, Kreuzfeuer? Nein. Dann fahren die mir wieder weg. Die ziehen doch jetzt schon wieder weg. Was sehen, oder? Nun, da kommt die mit. Was ist das denn? Ja, merkt man aber auch, Allrad. Baustelle, verdammt. Manche Situationen, die so ein bisschen untersteuern, aber es hält sich noch in Waage, im Gegensatz zu dem Ford. Man tut ja fast nur untersteuern, komischerweise. Ja, jetzt hätte man natürlich auch höher gehen können oder die Schwierigkeit, das weiß man ja noch vorher nicht. Da habe ich schon mehr Geld gekriegt und alles.
unterwegs bin. Herrje, ich wusste, es war eine blöde Idee, Spezialhupen als Lospreise einzusetzen. Na dann, rüste sie mal aus. Weißt du es schon? Du bist in der Straßenszene eine Runde weiter abgefahren, nicht wahr? Jetzt wird sorry, ich meine, pst, du bist eine Runde weiter. Das Querfeld ein. Dirtrennserie. In 100 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Der Regen hier, das ist ein bisschen matschig.
So, dann gucken wir mal Map. Machen wir das. Links ist wieder der Renault. Renault 5 Turbo. Der andere hat mich schon ein bisschen aufgebaut. Yeah, Erfolg. Begnadeter Fahrer. Erreiche Stufe 20.
Und danach gibt's wieder ein Super B-Spin. Da haben wir jetzt einen normalen B-Spin. Vielleicht kriegen wir wieder ein neues Auto. Oder Geld. Bin ja auch zufrieden. Hallo, Rookie. Du hast es in den Horizon-Kader geschafft. Wie auch nicht nach allem, was du hier im letzten Jahr geleistet hast. Treffen wir uns auf dem Festival und holen dir dein Armband. Ein Armband, ja. Dann holen wir mal das Armband. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Unsere Horizon Scouts reden ununterbrochen von einem verlassenen Klassiker in der Nähe. Hilf mir, ihn zu finden, damit sie endlich Ruhe geben. Du hast dein Ziel erreicht. Hallo, Rookie. Glückwunsch, du hast es in den Horizon-Kader geschafft. Aber das ist erst der Anfang. Von nun an teilst du das Erlebnis mit allen anderen Fahrern, die es in den Kader geschafft haben. Mach dich mit den anderen bekannt, denn alles kann mit einer Kolonne von bis zu 6 Fahrern angegangen werden. Was du wirklich willst, ist ein goldenes Armband. Eine Ehre, die nur den echten Superstars des Festivals zuteil wird. Leuten wie Alex und Rebecca. Sie sind die Besten auf ihrem Gebiet. Wer genau ein goldenes Armband bekommt, entscheide ich. Und die Tausenden von schreienden Horizon-Fans. Worauf wartest du noch? Oh, und der Forzathon ist zurück. Dieses Mal gibt es täglich und in jeder Saison neue Herausforderungen, in denen du die Chance hast, die besten Belohnungen von Horizon zu gewinnen. Das ist noch nicht alles. Pünktlich zu jeder Stunde lädt dich Forzathon live ein, dich mit anderen Kaderfahrern zusammenzuschließen, um die spannendsten Horizon-Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Wenn dir der Sinn nach mehr Wettkampf steht, beim Teamabenteuer treten 2 Teams mit 6 Fahrern gegeneinander an. Wähle nur Rennen für reine Rennen, nur Spiele für Spielplatzpartien oder alles ist erlaubt für eine Mischung aus beidem. Bilde ein Team mit deinen Freunden und bring den Asphalt zum Rauchen. Wenn du soweit bist, kannst du an gewerteten Veranstaltungen teilnehmen und in einer Liga gegen die stärksten Fahrer bei Horizon antreten. Cool. Hallo, Rookie. Willkommen in der Frühlingssaison. Die neuen Veranstaltungen stehen. Unter uns gesagt, ich bin ziemlich stolz darauf. Alles klar, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Wir haben zwar noch 5 Minuten, aber wir haben ja auch schon ein paar Mal überzogen. Also,